Paralyse. Und von oben kommen neue Leute. Okay, dann wird oben vielleicht und unten noch eine Festung sein. Also zwei Stück. Das kann durchaus sein. Ich hoffe, die können sich nicht zu uns porten, dann haben wir ein Problem. Ich glaube, wir kaufen hier sicherheitshalber mal neue Leute. Die Frage ist, wie? Das sind alles nicht die Festungen. Ich brauche diese Festung hier. Komm schon, welche ist denn das? Die? Nee, die auch nicht. Die auch nicht. Da muss es die sein. Ja, die ist es. Sehr schön. 6 neue Phönixe. 15 von den Druiden. Dann werden wir hier nämlich nochmal alles aufrüsten, machen und tun. Und dann später mit neuen Leuten zusammentragen. Okay, nächste Runde. Er läuft einfach ganz frech an uns vorbei. Finde ich jetzt aber nicht so pietätvoll. Ach, okay, also auf geht's. Zaubern. Was haben wir denn Schönes für Zauber noch zu bieten? Meteorschauer, das könnt ihr vergessen, aber den Teleporter, den nutze ich gerne. So, dann kann der hier nämlich nicht extra rüberfliegen. Jetzt ist Schluss hier. Du bist schon mal weg. Die anderen Phönixe wurden paralysiert. Gegen den Rest wehren wir uns und töten wir. Komm, 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 komm. Geblendete Paladine. Ich will immer Paralympic sagen. Bringen uns nichts. Oh, die beiden kriegst du mit einem Schlag weg. So schön. Und das war's. Gewonnen. So liebe ich meine Siege. Eindeutig. Okay, da kommt die nächste und dann kommt die nächste Festung. Mal sehen, ob wir hinterherlaufen können, wenn sie abhaut. Wenn nicht, sollte ich vielleicht nochmal zurückgehen. Crackhack, lauf mal weiter. Diesmal zur Festung, genau. Dann kauft er jetzt noch Leute ein. Dankeschön. 21 davon, 18 hiervon. Außerdem unsere Reiter. Und das war's. Alles einpacken. Dann zu Crackhack rüber. Der gibt dir wieder neue Leute. Also es sollte mich wundern, wenn wir mit dieser Armada nicht gewinnen. Das dürfte äußerst schwierig werden. Okay. So, wir gehen erstmal ein bisschen zur Seite, dann kommen wir nämlich schneller hin. Und dann haben wir wirklich bloß noch Lord Kilburn. Und sie haut einfach vor uns ab. Es gibt so viele neue. Was ist das denn? Oh, verdammt. 1, 2. Da sind kaum noch welche drin. So, gucken wir mal, dass wir die alle vernichten. Blinden brauchen wir nicht, aber den Feuerball, den nutze ich gerne. Damit sind die schon mal teilweise vernichtet. Sehr gut, weiter nach vorne. Ja, die paar Elfen, die machen uns nichts aus. Die kriegen wir so weg, beziehungsweise Feen sind das ja. Aber 46 Einhörner sind schon echt stark. Ich glaube, die haben jetzt auch 3 Paladine getötet. Wieder einen, aber das war's. Alle tot. Spellpower plus 1, sehr schön. Nummer 2 muss auch dran glauben. So, gucken wir mal, dass wir das hinbekommen. Kann ich nochmal teleportieren? Ja. Dann teleportiere ich dich hier rüber. Muss einmal gucken, wie viele Druiden wir haben. 6. Dann mache ich lieber die hier weg. Dann flüchtet er nicht gleich. ...46 Pikeniere. Toll. Danke, du. Hintern. So.
Okay. Die Festung kriegen wir auch. Wir müssen bloß einmal teleportieren. Bloß kann ich nicht mehr teleportieren. Also müssen wir irgendeinen anderen Zauber anwenden. Wie wäre es mit Erblinden erstmal auf die da? Dann geht ihr voran. Du kümmerst dich um das Pony. Sehr schön, Pony tot. Skip, skip. Abwarten. Skip. Töten. Gewonnen. Wunderbar, die nächste Festung gehört uns und die Püppi dort oben kriegen wir nicht tot. Aber das ist nicht schlimm, ich nehme hier vielleicht noch das ein oder andere raus, dass die sich keine neuen Leute machen kann. Und dann lassen wir sie erstmal wieder reingehen. So, brauche ich sonst noch irgendetwas? Crackhack ist soweit fertig, der kann wieder runterlaufen. Zur Not, ich weiß ja nicht, ob wir wirklich noch neue Leute brauchen, aber ich rechne nicht damit. Du darfst dem die neuen Leute bringen. 40 Reiter, 48 von denen. Bogenschützen nimmst du mal wieder zurück. Und damit haben wir alles. Ein Bogenschützen lässt ihn bitte noch. So, dass er wenigstens den Rest gleich abgeben kann. Und dann fährt Jörg hoch, wieder zu der anderen Insel. So, haben alle gezogen. Ich glaube ja. Damit geht sie zurück in die Festung, holt sich alles. Das war dumm, denn jetzt kann ich sie töten. Nicht nur, dass sie zu wenig Vögel hat, sie hat auch noch den Rest in die Festung gepackt. Schön dumm. Selber schuld. Wir haben sogar Armageddon bekommen. So, du gehst nach vorne, tötest die Vögel. Dankeschön. Und den endlosen Sack voll Gold haben wir auch bekommen. Plus Defense Skill plus 1 und jetzt ist Schluss. 140 Feen sind hier vielleicht drin, aber die Phönixe werden wahrscheinlich nicht so viele sein. Wie viele sind's? Einer. Haha. Also Teleport anwenden. Unseren Paladin wieder rüberschicken. Ja, und töten. Ah, der kommt raus. Der will unbedingt auf den Phönix. War eine doofe Entscheidung. Wir skippen jetzt. 41 Zwerge sind tot. Und jetzt sterben die restlichen. 40 und nochmal 8. Tschüss. Sehr gut. Damit haben wir jetzt die vorletzte Festung. Jetzt ist schon fast Feierabend. Ich hoffe, dass es die vorletzte war und dass hier oben nicht noch eine versteckt ist. Vielleicht können wir aber von hier aus noch weiter nach oben. Wer weiß. Nee, können wir nicht. Hier ist definitiv Waldrand. Okay. Aber Jörg ist fast da. Der kann jetzt die Leute abgeben. Und dann ist Sense. Schicht im Schacht. Okay. Auch hier haben wir sogar noch zwei Obelisken. Ich denke mal, dass die das Artefakt bestimmt schon haben. Wenn nicht, haben sie Pech gehabt. Dann haben wir sie jetzt bald. Beziehungsweise, wir haben sowieso gewonnen. Warum sollte ich mir das jetzt noch holen und das großartig ausgraben? Ist ja Blödsinn. Das Einzige, was ich fies finde, ist, dass ich den ganzen Weg jetzt nochmal laufen darf. Wer ist denn jetzt eigentlich besser? Er hier? Attack 3, Defense 8. Oder er? 7 Attack und 8 Defense. Das ist wesentlich besser. Okay, wir bleiben bei Lord Kilburn. Immer weiter nach oben. Dann wird man dich loben. So, hier kann Jörg dir auch die neuen Leute geben. 40 weitere Reiter, 48 weitere Schwertkämpfer, 32 weitere Paladine und 56 weitere Pikeniere. Wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Go, go. Hol dir noch alle Phönixe mit rein. Nimm die noch mit ins Boot. Ja, wenn man vorher gewusst hätte, wo die ganzen Festungen sind, ich glaube, dann wäre es wesentlich einfacher gewesen. Aber gut, wir haben es ja auch so geschafft. So, 6 Phönixe, dankeschön. Dann weiter nach oben.
Population ist gestiegen, das ist schön. Dann können wir nochmal neue Leute kaufen. Wir müssen jetzt erstmal in diese Festung hier rein. Bald haben wir es. Er hat ja nicht mehr viel zu bieten. Er hat höchstens noch eine Goldmine und kann sich dann natürlich noch jede Menge kaufen, aber das ist egal. Wir haben jetzt schon 48 Phönixe, 56 Paladine in dieser Truppe und dann sind ja auch noch welche woanders. Wer hat denn die Goblins hier hingestellt? Und die kämpfen auch noch, wie dumm. Na, was haben wir denn für schöne Feuer? Feuerball. Ha, mit Glück. Glück brauche ich ja nun wirklich nicht mehr. Das ist alles völlig in Ordnung. Ja, später hat die Elfenfestung dann keine Phönix mehr, sondern goldene Drachen. Ich weiß nicht, ob es im zweiten Teil schon der Fall ist. Den zweiten Teil habe ich auch früher, ganz, ganz früher mal gespielt. Aber der ist auch schon Ewigkeiten her. Habe ich jetzt die neuen Leute hier gekauft? Ja, habe ich. Oh, mein Herz. Ich dachte jetzt echt, ich habe die vergessen. So, dann nehmen wir die noch mit. Auch nochmal 15 weitere Phönixe. Sind wir schon mal 63. Dann geben wir Lord Kilburn die. Sehr gut. Ja, der hat nicht mehr ganz so viele, aber jetzt fast 200 Pikeniere. Weitere 76 Reiter. 75 Paladine. Die Schwertkämpfer kriegt er auch. 159 Stück. Kann er hiervon noch irgendwas gebrauchen? Ich glaube, das hier für die Spellpower, oder? Ja, so sieht's aus. 8 Spellpower ist gut. Mal ganz kurz gucken. Wir bekommen sonst nur Townsgate und so weiter. Aber den Fireball, den können wir nutzen. Und natürlich den Paladin, dass wir den rein teleportieren. Jetzt haben wir 80 Vögel. Keine Probleme mehr. So, letztes Mal speichern, das war's. Unter Versuch 2, diesmal schaffen wir es definitiv, garantiert. Denn so gut wie wir, ist keiner. Nur 117 Druiden. Mohahaha. Wir werden schaffen, skippen. Lass die erstmal ein bisschen was machen. Dann zaubern wir unseren Paladin rein. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt nicht zuerst dran ist. Wahrscheinlich, weil die in der Festung schneller dran sein dürfen. Oh, war nur 31. Ups. Das tut mir aber leid. So, du kommst mit, stellst dich hier oben mit hin. Kümmerst dich dann schon mal um die Druiden. Perfekt. Die Elfen sind weg. Unsere helfenden Elfen. Die Feen müssen dran glauben. Okay, wir dürfen uns nicht wehren. Schade, schade, Schokolade. Skippen. Und unser Phönix darf nicht als erstes. Aber wir haben so gut wie gewonnen. Mein Gott, die 20 Pferde, die kriegen wir auch noch tot. Rauf da. Damit haben wir jetzt die nächste Mission geschafft. Wow. Im Prinzip fehlt nur noch eine einzige. Nämlich die mit den Warlocks. Dann haben wir jeden einmal besiegt. Im 101. You may have burst through the forest maze and destroyed Lamanda's castle. Wir sind voll durch den Irrgartenwald dort durchgeburstet und haben Lamandas Schloss zerstört. Wir haben es geschafft. Congratulations. Wird gespeichert unter Sin Win 06. Okay, und wir sehen schon, es gibt jetzt wieder eine neue Mission, diesmal mit den Warlocks. Das gucken wir uns also mit Castle Alamar im nächsten Part an. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis nachher.